Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter. Ich habe euch ja gesagt, wenn bei mir mal Schnee liegt, dann gibt es auch mal wieder ein bisschen Video aus dem Garten. Ihr seht, es hat auch in Bochum hier geschneit und wir schauen uns direkt mal ein paar Schneehöhen von heute Morgen an. Ihr seht, Gelsenkirchen auch 4 cm, dann auf Norderney hat es sogar für eine dünne Schneedecke gereicht. Ansonsten eben auch die bisher noch keinen Schnee hatten im Nordwesten, auch der Niederrhein, teilweise bis ins westliche Niedersachsen. Aber auch, ihr seht, Trier 2 cm, da hat es mal für eine dünne Schneedecke gereicht. Hier wird aber dann doch schnell Tauwetter aufkommen und die Aussichten, die schauen wir uns jetzt an. Ja, blicken wir zuerst mal auf die kommende Nacht zum Montag und da werden sich diese leichten Niederschläge weiter nach Osten verlagern noch ein Stückchen. Es kann ein bisschen Schnee, Schneeregen oder auch mal gefrierenden Regen geben mit Glätte. Häufiger gibt es Niederschläge vor allem nach Süden hin, insbesondere in Bayern. Da schneit es noch meistens. Insbesondere größere Neuschneemengen kommen noch so Richtung Alpen zusammen. Hier kann es auch durchaus mal 10 bis 20 cm Neuschnee geben. Örtlich in Hochlagen auch mal mehr. Nach Westen hin, da wird es eher so der leichte Regen oder Sprühregen sein. Auch hier häufiger trocken. Sieht von den Symbolen wilder aus von den Mengen, als es im Endeffekt sein wird. Es bleibt dann noch im äußersten Osten trocken. Hier wird es auch noch mal richtig kalt. So von der polnischen Grenze runter, so bis zur Oberlausitz, durchaus minus 10 oder mal etwas drunter. Im Westen, da haben wir schon die leichten Plusgrade. Also ihr seht, diese Temperaturgegensätze sind schon in der Nacht relativ groß. Die mildere Luft, die drückt langsam rein, kann aber die Kälte eben noch nicht richtig verdrängen. Das Spiel geht auch weiter am Montag, denn da kommen die Niederschläge dann auch bis in den äußersten Osten voran. Viel wird es nicht sein. Es könnte sogar sein, dass es Brandenburg, Berlin sogar fast weitgehend trocken bleiben wird. Ein bisschen Schnee oder mal gefrierender Regen weiterhin. Anfangs noch in Bayern längere Schneefälle, die ziehen sich aber dann bis nachmittags weitgehend zurück. Am Erzgebirge, da kann es auch mal längere Zeit schneien oder auch so im Thüringer Wald. Nach Westen hin dann auch häufig trocken. Nicht allzu viel wird hier mehr zusammenkommen. Es kann sein, dass es mal hin und wieder ein bisschen nieselt. Auflockerungen sind insgesamt selten. Die Temperaturen zwischen 0 Grad an der Oder, so im späteren Nachmittagsverlauf, dann langsam etwas mildere Luft und dann doch bis um 5 Grad dann schon im äußersten Westen bzw. Nordwesten. Ja, wie geht es dann weiter? Und zwar am Dienstag, da kommt noch mal ein bisschen Spannung auf, da kommt noch mal mehr Bewegung in die Wetterlage. Ein neues Tiefdruckgebiet erreicht uns und wir schauen uns dazu mal das signifikante Wetter an. Grün ist Regen. Blau ist Schnee, ihr kennt die Karten schon von uns. Und da sehen wir morgens, kommt ein kräftiges Niederschlagsgebiet auf. Da kann durchaus, wenn das auf die kältere Luft trifft, nochmal im Bereich der Mittelgebirge, aber auch so anfangs Rheinland-Pfalz bis nach Hessen rein, durchaus Schnee dabei sein. Sonst wird es aber nach Nordwesten eher der kräftige Regen sein. Im Tagesverlauf zieht dieses Niederschlagsgebiet dann weiter nach Osten, im äußersten Süden wahrscheinlich trocken. Da wird wahrscheinlich nichts von ankommen, aber eben dann weiter, wenn das auf die kältere Luft nach Osten trifft. Ihr seht diese blauen, teilweise orangenen Signale. Blau Schnee, orange Schneeregen. Da kann es noch mal teilweise kräftig schneien, durchaus bis in tiefe Lagen, bevor dann die mildere Luft kommt. Schauen wir uns mal so grob für den Dienstag die Prognose an. Ihr seht, wie schon angedeutet, dass wenn das Ganze auf die kältere Luft trifft, teilweise Schnee und Schneeregen, anfangs nochmal Glätte, Neuschnee, dann aber, ihr seht, an den Temperaturen setzen sich die Plusgrade durch, am kältesten wahrscheinlich noch im äußersten Osten, Südosten, so Richtung Lausitz, Richtung polnische Grenze, da bleibt es noch am kältesten, hier kann auch noch am längsten Schnee dabei sein. Im Detail ist das noch ein bisschen unsicher, die Vorhersagekarten dazu verlinke ich euch auch mal oben, da könnt ihr über diese blauen Button verschiedene Wettermodelle vergleichen, also da mal schauen, was die neuesten Berechnungen da für den Dienstag so sagen. Wie geht es im weiteren Verlauf weiter? Mittwoch prescht die Milderung voll durch. Wir sehen am Mittwoch überwiegend trockenes Wetter. Eine Warmfront schwenkt noch so vom Westen, von der Mitte weiter nach Norden. Im Norden noch längere Zeit Regen, ansonsten trocken, ein paar Auflockerungen drin. Und ihr seht, verbreitet die deutlichen Plusgrade nach Westen und nach Norden hin. Doch teilweise im zweistelligen Bereich 10 bis 12 Grad durchaus drin. Der Wind frischt deutlich auf. Starke Böen kommen aus Südwesten auf. Tauwetter bis in höhere Lagen. Schauen wir mal ein bisschen spekulativ für den weiteren Verlauf. Es deutet sich tendenziell wieder kälteres Wetter an. Und zwar für das kommende Wochenende ein bisschen Spekulation. Eine umfangreiche Tiefdruckzone wird uns wahrscheinlich beschäftigen. Damit kommt wieder etwas kältere Luft zu uns. Die ganz große Milde wird nur kurz halten. Und dann verwirbeln diese Tiefdruckgebiete die Luftmassen. Richtig milde Luft bleibt eher südlich von uns. Die kann aber durchaus mal aufgleiten auf die kältere Luft. Schneefälle bis in tiefere Lagen werden durchaus drin. In den Mittelgebirgen
gute Chancen, dass es wieder richtig winterlich wird mit Schneefällen. Auch mal im Tiefalland durchaus was möglich, ist aber alles noch sehr, sehr spekulativ. Am Wochenende Entscheidung, wie es weitergeht. Das sehen wir auch ganz gut im 2-14-Tage-Trends. Den könnt ihr auch für euren Ort schauen. Auch das verlinke ich euch hier oben. Einfach euren Ort eingeben. Wir blicken zunächst mal auf Nürnberg. Der Wärmeberg, der Buckel um die Wochenmitte ist drin. Dann wieder kälteres Wetter. Ab dem Wochenende Entscheidung, der Hauptlauf, die Hauptlösung ist so im mittleren Bereich, eher im nass-kalten Wetterbereich hier für Nürnberg. Durchaus aber auch winterliche Lösungen dabei oder weiterhin bzw. erneut sehr mildes Wetter. Ich will hier nicht groß rumspekulieren. Es ist einfach alles offen. Es bringt nichts, hier irgendwas im Kaffeesatz zu lesen. Schauen wir noch mal ein bisschen weiter nach Westen. Und da schauen wir jetzt noch mal auf den Trend für Duisburg hier in Nordrhein-Westfalen. Auch da sehen wir doch, die Milderung ist drin. Die Hauptlösung, da zwar wieder kälter als Richtung kommendes Wochenende, zweite Wochenhälfte, dann aber doch fraglich. Eher sieht es aus, dass es hier mindestens nass kalt bleibt. Winterliche Lösungen sind möglich, aber da sind doch große Fragezeichen, ob es hier im Nordwesten dann winterlich wird. Wie gesagt, Spekulation, aber die Chancen stehen wahrscheinlich nicht ganz so hoch, dass es nach Nordwesten winterlich wird. Das war's erstmal mit den Aussichten. Wir halten euch natürlich auch in der neuen Woche ab morgen auf dem Laufenden. Abonniert unseren Kanal, macht's gut, bis bald und ciao.